Guten Morgen. Es tröpfelt etwas. Aber die Zelte sind schon abgebaut und wir sind kurz davor abzureisen, so wie es aussieht. Und wollen dann erstmal frühstücken fahren. Hier in der Nähe gibt es einen Rewe. Gucken wir mal. Und heute haben wir nach Limburg 75 Kilometer bei bedecktem regnerischem Wetter. Um die 11, 12 Grad vielleicht maximal. Ja. Die Zelte waren ziemlich nass noch. Haben wir jetzt erstmal so eingepackt. Und mal sehen, wo wir heute Abend übernachten. Möglichst ist alles. Von Jugendherberge bis Campingplatz. Gut. Okay, ich werde mal weitermachen. Harry ist drin. Wir haben hier so einen tollen Raum. Mit Heizung sogar, wo man sich in Ruhe fertig machen kann. Das ist ganz nett. Wir sind wieder auf dem Dreck. Ja. Wir hätten einmal um diesen Platz da rumfahren sollen, schwachsinnigerweise. Ja, siehst du, das meine ich mit, warum soll man immer alles machen, was dieser blöde Dreck sagt? Vorsicht! Das hätte schief gehen können. Ah, wir sind schon wieder voll in Action, wie man hört. So 1,80 Meter auf dem Rad. Das ist gar nicht so hoch. Naja, okay. Also wir fahren jetzt los. Hinter Wetzlar kurz. Hier ist die Lahn. Ganz toll. Direkt an der Lahn sind wir. Und es regnet, aber wahrscheinlich heute Mittag hört es irgendwie auf. Und ja, nach Limburg sind es jetzt ungefähr 70 Kilometer. Schauen wir mal. Jetzt erstmal Strecke machen, ne? Nach dem leckeren Frühstück müsste das eigentlich gut klappen. So, Baustelle. Naja. Guten Morgen. Moin. Im Moment macht das Film noch keinen Spaß. So. Ja, wir haben hier einen Bahnübergang und müssen ein bisschen warten, bis der Zug hier vorbeikommt. Und da haben wir uns mal die Schilder hier angeguckt. Und wir sind jetzt vom Wetzlar 7,5 Kilometer nur weg. Sind aber schon 12 gefahren. Ein bisschen komisch, aber viele Umwege wohl, ne? So, da ist der Zug. War schon wieder so ein Regionalzug hier nach Fulda. Eine Umleitung. Und hat so ein bisschen Allgäu-Charakter jetzt hier die Geschichte. Fast Schiebestrecke. Also ich bin gerade so hochgekommen. Harry ist da nur unten, aber er kommt auch. Und es. Ja, ist eine Suppe hier. Es nieselt. Ja. Wollen wir mal hoffen. Also kein Wind. Toi, toi, toi. Obwohl, ich hätte jetzt gerne ein bisschen Wind, der die ganze Suppe hier wegpustet. Mal sehen, wie lange das noch so geht. Okay, also gut 50 Kilometer müssen wir noch. Glaube ich. Alles klar. Dann mal gucken, was Harry sagt. Na, willst du jetzt doch eine Regenjacke anziehen? Ja, das Regenwetter hat uns jetzt beide zu Regenfahrern gemacht. Und wir hoffen, dass, wenn Harry sich angezogen hat, dass der Regen dann aufhört. Alles wieder Premiere. Ja. Zum ersten Mal. Ja. Ist aber auch so ein feiner Landregen heute, du. Das geht echt durch.
Nach unserer Bierparty gestern wäre das das Richtige, ne? So, jetzt warten wir auf das Monster von Loch Ness. Aber ich glaube, das ist nicht in der Lahn, das Loch Ness Monster, ne? Ja, ich sage ja immer. Ein bisschen Schottland muss immer sein. Jetzt fahren wir hier bei Selters über so eine Stahlkonstruktion. Sogar mit Liebesschlössern. Aber die haben wahrscheinlich besseres Wetter gehabt, als sie die hier aufgehängt haben. Auf geht's nach Weilburg. Ja, Selters ist eigentlich ganz schön hier, wenn es nicht regnen würde. Und da hinten ist ein kleines Wehr und eine Mühle. Und gerade haben wir auch noch zwei Leidensgenossen getroffen, ein Pärchen, die uns hier entgegengekommen sind. So, das heißt hier Oberlahnbad in Weilburg. Und da haben wir jetzt eine schöne Pause gemacht, ordentlich Mittag gegessen und Kaffee und Kuchen hatte Harry sogar noch. Also gut gestärkt und jetzt ist es auch trocken draußen. Also wir haben Hoffnung, dass wir jetzt vielleicht im Trockenen weiterfahren können bis Limburg. Es sind noch knapp 40 Kilometer, also so 35 bis 40 Kilometer. Ja. Also. War lecker hier. Super. Ja. Perfekt. Kann man weiterempfehlen. Beide Daumen. Hinter Weilburg fängt ein sehr idyllisches Stück Lahnradweg an. Hoffentlich bleibt das erstmal eine Zeit lang so. Himmel ist zwar bedeckt, 11 Grad, aber kein Regen. Damit kommen wir gut klar. Ganz fantastische Herbststimmung heute, kein Wind. Die Blätter schon teilweise gelb. 4. Oktober 2019. Besonders schön ist bei dem Stück, dass kein Autoverkehr zu hören ist. Wohl ziemlich abseits von der Hauptstraße. Und ich habe heute keinen Windschutz drum. Mal sehen, ob das gut geht. Aber es ist auch kein Wind. Und dann kann man den Ton vielleicht besser verstehen. Aber es geht unten weiter. Limburg 33. Und wir haben hier gleich nur noch 100 Kilometer insgesamt zu fahren bis zum Koblenzer Hauptbahnhof. Schauen wir mal. Also morgen ungefähr noch 68 Kilometer. Ein Tuck mehr als heute. Da ist wieder so ein Vogel da unten. Ganz viele Reiher hier. Da geht der Weg vorbei. So stellt man sich einen Flussradweg vor. Traumhaft. Da muss noch nicht mal die Sonne scheinen.
gar nicht auszudenken, was hier los ist, wenn die Sonne scheint. Herrlich. Gerade konnte man sogar schon ein bisschen von der Sonne sehen. Also jetzt deutlich besser das Wetter. Da drüben fliegt ein Reiher, glaube ich. Nur schade. Einige Reiher schon hier zu sehen. Der Lahn. Von Weilburg bis Fürfurt war das Traumstück. Jetzt hatten wir so ein bisschen lalala. Und jetzt geht es hier weiter. Auch wieder sehr schön. Gleich soll noch irgendwie ein Anstieg kommen. Mal sehen. Da haben wir noch gut, also 20 Kilometer noch zum Zeltplatz. Und ich denke, wir werden heute wieder zelten, weil das Wetter hat sich stabilisiert. Da oben ist sogar blauer Himmel jetzt. Unglaublich. Wir fahren ins gute Wetter rein. Herrlich. Das haben wir auch verdient heute. So, jetzt haben wir uns die Regensachen endlich ausgezogen und hoffen, dass das nicht zu optimistisch war. Aber die Wetter-App sieht gut aus. Also. Und auch für morgen haben wir Hoffnung, dass wir trocken durchkommen. Ne? Und die Regensachen endlich drin lassen können. Optisches Highlight auf dem Lahntalradweg ist auch der Ort Runkel mit einer imposanten Burganlage, die jetzt leider durch die Bäume verdeckt ist. Aber wir fahren dran vorbei, hoffe ich doch. Radler Biergarten. Also hier könnte man auch gut einkehren, denke ich mal. Also Runkel ist auch ein Pausenörtchen. Wir machen aber die nächste Pause auf dem Campingplatz wahrscheinlich. 11 Kilometer noch. Radfahrer absteigen, ja. Autofahrer weiterfahren oder wie? Schön. It's raining men. Hallelujah. Also zu früh gefreut. Runkel bringt den Regen zurück. Also
Wir mussten uns jetzt erstmal wieder die Regen oder haben die angezogen. Ob wir es müssen, wissen wir noch nicht so richtig, aber die Wetter-App sagt, da kommt ein Regengebiet hier rüber. Und wir haben ja noch ein paar Kilometer zu fahren. Und wie viel? 11 Kilometer noch nach Limburg. Okay. 9,7. Ja, aber das Schild zeigt 11. Mal sehen. Und da wollen wir ja nicht unbedingt nochmal neu richtig klitschnass werden. Gut. Gehen wir es an, ne? Ja, Leute, wir navigieren jetzt direkt zur Jugendherberge. Haben uns entschieden, dass wir da heute übernachten, weil vorhin sah es auch richtig nach ziemlich starkem Regen aus. Und jetzt haben wir uns entschieden, ja, und jetzt müssen wir hier zurückfahren und hier irgendwie am Friedhof den Berg hoch, um dann da hinzukommen. Das sind noch knapp 3 Kilometer, 2,5 oder so. Und wir machen Höhenmeter um Höhenmeter, wieder zur Jugendherberge zu kommen. Da hinten ist eine Autobahn. Oh Gott, wo sind wir hier gelandet? 1,9 Kilometer. Da ist irgend so ein Tümpel. Ah, hier ist eine Grünfläche. Very nice. Hallo Leute, seid nochmal gegrüßt. Ich sitze jetzt hier in der Jugendherberge in Limburg an der Lahn. War vorhin nochmal ein Akt, hier überhaupt herzukommen, weil wir haben das noch kurzfristig umdisponiert vom Campingplatz auf Jugendherberge, weil es in Runkel anfing zu regnen. Und dann haben wir halt gesagt, okay, jetzt regnet es auch noch und wir lassen das mit dem Zelten. Wir sind sowieso schon, die Sachen sind sowieso noch klamm und nass und ja. Jetzt sitzen wir hier, haben gerade schön gegessen. Also es gab noch Abendessen, als wir angekommen sind. Und haben das eine Bierchen schon getrunken. Gleich gibt es noch ein Weinchen. Und wir feiern sozusagen heute schon mal so ein bisschen den Abschied, weil morgen ist ja die letzte Etappe. Morgen Abend müssen wir uns trennen. Also Harry fährt nach Duisburg zurück und ich fahre nach Hannover morgen Abend von Koblenz. Und wir haben morgen noch den ganzen Tag zusammen und schauen uns dann nochmal die Strecke, also erstmal Limburger Dom an, Limburg, und dann Endziel ist dann Koblenzer Hauptbahnhof. Oder sogar noch, wenn wir noch Zeit haben, den Stadtteil von Koblenz, der auch Lützel heißt, wo wir gestartet sind. Wir sind nämlich in Lützel, Hilchenbach gestartet und die Tour endet in Lützel und Koblenz. Ja, das dazu. Ich warte eigentlich nur aufs warme Wasser, weil hier in der Jugendherberge, das gab es so kaltes Wasser gerade. Harry hat sich da todesmutig drunter gestellt, aber ich hatte da keinen Bock drauf. Ich warte jetzt noch drauf und dann lassen wir den Abend gemütlich hier ausklingen. Bei Salzstangen und dem einen oder anderen Gläschen Wein noch. Gut, also macht's gut. Und bis morgen, sage ich jetzt mal schon.